Hallo zusammen und ich begrüße euch zurück zur nächsten Ausgabe meiner NBA 2K14 Karriere mit der 16. Episode. Und ja, die letzte Episode ist ein paar Tage her. Übers Wochenende hatte ich keine Zeit gefunden. Das hatte ich auch schon in der nächsten oder in der aktuellen Folge von MyGM gesagt. Ich weiß nicht, welche ihr zuerst geguckt habt, deswegen sage ich das hier auch nochmal vorab im Intro. Und ja, in der letzten Folge von My Career gab es ja die erste Begegnung mit King James, mit LeBron James, wo wir uns da im Arena-Tunnel nochmal ein bisschen unterhalten haben. Ganz interessante Diskussion und das war ja die wirkliche Stimme von James. Ich hatte auch in der Folge gesagt, dass die Synchronarbeit von LeBron James sich sehen lassen konnte. Also nicht schlecht, wie er das gemacht hat. Es war auch ziemlich authentisch, hat Spaß gemacht zuzuhören. Und ja, in dieser Folge seht ihr das erste Spiel. Nebenbei, es gibt zwei Spiele natürlich. Das erste Spiel geht gegen Orlando Magic mit Orlando Oladipo, der aber noch nicht in der Starting Five steht, wie wir auch. Also einer meiner Favoriten in diesem Draft-Jahrgang. Wobei, oh, da ist er ja, Victor Oladipo, wobei ja dieser Draft-Jahrgang nicht wirklich der beste war, wenn man bedenkt, Anthony Bennett, the first pick, also ziemlich dürftig, dass man nebensächlich, aber was fällt auf, genau, ich habe meine Haare geändert, also von Bling Bling zu, ja, was heißt normalen Haaren, aber Haare, womit man sich auch außerhalb des Basketballbereichs zeigen kann, also wo man auch ganz normal auf der Straße rumlaufen kann. Ja, ich habe es mal geändert, damit man auch mal den Leuten gerecht wird, die anfangs gesagt haben, deine Haare sehen scheiße aus. Und ja, das belassen wir jetzt erstmal hierbei. Und gehen jetzt ins Spiel und ich komme, glaube ich, perfekt zum ersten Alley-Oop-Pass. Richtig, die Musik hat es angekündigt. Warte da, bis Clark, ich glaube, es ist Clark. Ich kann die alle nicht unterscheiden, 42, 35, keine Ahnung, auf jeden Fall. Der erste Alley-Oop-Pass, mein zweiter Assist. Hier kommt mein dritter Assist nach dem Pick-and-Roll in die Zone und schüttelt da seinen Verteidiger ab. So hat er natürlich nicht wirklich da Probleme, den Dunk aus dem Stand reinzumachen. Sind jetzt kurz vor Ende des ersten Viertels und ich mit dem ganz toughen Layup. Also da hätte man auch eventuell noch einen Foul pfeifen können, aber ich mache ihn rein. Sind dann im zweiten Viertel, wurde erstmal wieder eingewechselt. Und ja, dann der Steal und unterwegs da der Two-Hand-Slam-Dunk von der Baseline von rechts wird auch noch gefoult. Also ein 3-Punkte-Spiel. Und können so durch den Freiwurf, den ich reinmache, an einen Punkt an die Magics rankommen. Und das bleibt auch später erstmal so 46 zu 45. Wobei, da haben wir die 1-Punkte-Führung. Also mal den Spieß umgedreht. Wieder Pick and Roll mit AC. Wieder kann er aus dem Stand danken. Und katapultiert uns so 3 Punkte nach vorne. Und sind jetzt noch unter einer Minute im zweiten Viertel. Hier ziehe ich das Ding. Ich habe es erahnt. Ich stehe im Passweg wie gehabt. Kommt von rechts an rein. Und dann dieses Teil von rechts, ein Posterized Dunk, also hat mich nicht wirklich interessiert, wer da in der Zone auf mich wartet, hau das Ding einfach rein, ohne Rücksicht auf Verluste, also die Dunkwerte sind ja schon fast ausgeschöpft, also ich habe ja schon fast das Limit erreicht, jetzt fehlt nur noch der Posterized Dunk und solche Dunks sind dann Alltag bzw. Standard hier in den Halbzeitbericht und kommen dann erstmal nicht aufs Spielfeld, sondern wieder auf der Bank und kommen dann wieder gegen Victor Oladipo auf den Platz im dritten Viertel bei 5:54 auf der Uhr. Wir führen mit 2 Punkten, also nach wie vor ein ziemlich enges Spiel. Und ja, hier zeichnet sich erstmal gar nicht ab, wer hier eventuell sich etwas absetzen kann. Aber ich direkt nach der Einwechslung mit den schnellen Fingern ziehe das Ding aus dem Passweg. Den Spielzug hatte ich erahnt. Und kann auf der anderen Seite wieder mit N1 abschließen. Der Freiwurf geht auch rein und bringt uns somit 5 Punkten wieder nach vorne. Konnten auch die nächsten Possessions von den Magics abwenden. So konnten wir uns eventuell einen Vorteil erspielen, denn wieder ist die Zone frei nach dem Pick and Roll. Da war Cousins, ja, reinkatten gar nicht mehr nötig. Ich konnte selbst abschließen, Tag der offenen Tür. Bin hier wieder im Passweg, wieder die schnellen Finger da am Start, noch in der Rückwärtsbewegung da dran gekommen. Und der nächste Dunk auf der anderen Seite, 71-62. Ja, so schnell kann man wegrennen, fast 10 Punkte weg. Aber die Magics im nächsten Spielzug kommen wieder etwas ran. Diesmal über die linke Seite das Pick and Roll. Komme nicht wirklich durch, warte dann noch auf Cousins. Zweimal kleben bei mir. Auch der Center, der eigentlich da den Cousins hätte verteidigen sollen. Also so hatte er genug Platz, um abzuschließen. Habe aber erst 5 Assists, ziemlich mager für meine, ja, für meine Ansprüche. Dann mal Pick and Roll mit Alley-Oop-Pass, der nicht gedankt wird von Laundrie.
trotzdem mein sechster Assist. Ich habe aber auch noch keinen Rebound, was natürlich nicht so schlimm ist. Aber die Assists sollten schon etwas steigen hier aus dem Wurf. Der Pass ziemlich intelligent gelöst an sich. Ich wäre niemals durchgekommen. Hatte da noch etwas Angst, dass ich da wieder den Turnover mache. Manchmal sehen die das voraus und blocken den Pass dann noch. Diesmal nicht Glück, Cousins war komplett frei. Und mit ihm ist auch die nächste Szene gemacht mit dem Pick and Roll. Aber Laundrie steht frei, wieder der Pass aus dem Wurf. So könnt ihr ganz, ganz gut die Spieler in der Zone binden. Die springen dann meistens mit. So könnt ihr direkt einen Verteidiger, im Optimalfall sogar zwei Verteidiger sofort aus dem Spiel nehmen. Und so läuft das einfach weiter. Pick and Roll von der linken Seite, wieder alle U-Pass auf Cousins, der aber nicht abdankt, sozusagen. Ich habe hier versucht, auf Biegen und Brechen meine Assist hochzujagen. Schaff's auch. 16:9, also 16 Punkte, 9 Assist. Der Fast Break in der nächsten Szene liegt erstmal, aber der starke Pick von Cousins ermöglicht mir das nächste End-One. Ich glaube, das ist schon das dritte in dem Spiel. Also ziemlich stark unterm Korb in diesem Spiel. Bin auch heiß gelaufen, was Passen und auch was Punkten angeht. 10 Punkte sind wir jetzt den Magics davongelaufen, die aber im Laufe des Spiels wieder drankommen, 88:85. Also haben da so einen kleinen Run gestartet und Rudy Gay in der nächsten Szene kam nicht durch, gibt mir den Ball, Pick and Roll, Cousins zieht rein und dankt das Ding dann rein, gibt uns wieder eine 5-Punkte-Führung und mir so das Double-Double, 19 Punkte, 10 Assists, der Ball hatte ich auch wieder ein paar Rebounds gesammelt, hier der erste Block des Spiels. Jamie Nelson kam da erst vorbei durch meine ziemlich mangelhafte On-Ball-Defense, jagt dem PG der Magic Star aber hinterher und kriegt das Teil dann. Und auf der anderen Seite klebt er dann am Pick von Laundrie. Ich kann da von links reincutten, auch wenn es ein ziemlich softer Layup war. Der hätte auch locker geblockt werden können. Ich mache ihn dann trotzdem rein. Noch 6:48 auf der Uhr hier vor Ablauf der Shotlock. Ich komme nicht wirklich durch in Cousins. Ist dann komplett allein, auch wenn die Help-Defense da von Davis kommen. Aber der größte Vorteil von Cousins ermöglicht ihm da, den Layup trotzdem zu machen. 11 Punkte. Ach, 11 Assists habe ich jetzt, 21 Punkte. Und dann wird hier der Dreier geblockt. Ich war mir zu sicher, aber Vucevic macht da noch den Schritt vor. Behalten aber die Possession durch den Rebound von Cousins. Und der wird dann noch von mir belohnt. Mit dem Pass, mit dem LU-Pass, der dann auch wieder soft reinlegt. Und da jetzt sieht es ziemlich gut aus, noch knapp 3 Minuten im Spiel. Wir sind den Magics wieder mit 10 Punkten davon gerannt. Dann dieser starke Bounce Pass auf den reingecutteten Laundrie in der Zone. Und er haut das Teil dann rein und er ist ja, sieht ziemlich komfortabel aus, 103:96. Und hier mal ein Floater, der erste überhaupt in der Karriere, glaube ich, den ich euch zeige. Sonst versuche ich hier einmal krachend abzuschließen. Ah, diesmal dachte ich, komm, warum nicht? Hast ja nichts zu verlieren, hab den Floater da ausgepackt und hier chill ich wieder im Passweg und hol mir das Teil, paste dann da, ich glaube, es ist Davis aus und, ne, es ist Harris dabei, ist Harris, sorry, paste ihn dann aus, kommt nicht ran, dankt ab und ja, das dürfte es gewesen sein, 107:98 bei 1:30 noch auf der Uhr. Ja, und zum Überfluss auch noch der Steal gegen den, Jimmy Nelson. Ich danke wieder auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, Punkte 27, Mitteldistanz 20 und jetzt noch knapp eine Minute. 109:98. Die Stats sind mehr als zufriedenstellend, finde ich, für meine 28 Minuten. Wer hat dann nochmal gefoult? Das vierte Foul von Nelson. Das war es dann auch gegen die Magics. Gewinnen hier mit 113:100. 13 Punkte Abstand. Die Magics, ja, die kamen im Laufe des Spiels oftmals ran. War gar nicht mal so klar abzusehen, dass wir hier so deutlich gewinnen. Aber gegen Ende doch gut durchgesetzt, 1520 WC für mich. Und dann sind wir erstmal unterwegs in der Arena mit dem hässlichen braunen Shirt. Ich weiß gar nicht, wann ich mir das neu gekauft habe oder wann ich die WCs in Klamotten investiert habe. Auf jeden Fall habe ich das im Kopf, wie gesagt. Ich weiß aber leider nicht genau wann. Gehen wir erstmal in die Attribut-Upgrades. Ich habe nämlich 4469 WC hier angespart und push die Dankwerte. Ihr seht, 85 derweil auf 90 hoch, damit nur noch 2, dann ist die Attributsgrenze voll. How you liking the NBA so far? It's all good, man. Getting used to it, you know? Oh, okay, that's good to hear. Cause you know, I thought the game might be too fast for you. Come on, are you talking that stuff already? Look, man, when I start showing up on magazine covers, don't be jealous, alright? That's right? Yeah. How don't we make it a little, challenge? Yeah. You outscore me tonight, I'll admit on social media that you're the better player. Which you won't. But if I outscore you, you're gonna have to try to do the same.
Man, that's the easiest bet I ever made. A word? Yeah. Oh. But you know what? I don't think it's fair, man. You even got any fans? Let's find out. Und ihr seht, das nächste Spiel oder das letzte Spiel in dieser Episode geht gegen die Pelicans, wo unser Rivale Jackson Ellis spielt. Ihr habt gerade das kleine Wortgefecht gesehen, immer wieder schön gemacht. Und ja, das Ganze endet dann mit einer kleinen Competition, mit einer kleinen Wette mit ihm. Und zwar, ihr habt es unschwer mitbekommen, wer die meisten Punkte hier macht in diesem Spiel, der ist halt der Sieger der Wette. Und der Verlierer muss halt im Social Media Bereich zugeben, dass der andere besser ist oder was Nettes über ihn schreiben. Deswegen mal ein bisschen Würze im Spiel. Also hier muss ich mehr Punkte machen als er. Mal gucken, ob ich das Unterfangen hier auch hinbekomme. Komm erstmal von der Bank und die Pelicans liegen hinten mit 7 Punkten, 5:43 noch auf der Uhr. Und hier ist meine erste Szene, die Punkte einbringt. Nämlich 2 Punkte für uns und ein Assist für mich. Prompt kommt auch die Auszeit. Hier mal etwas abgehackt gemacht wird. Keine Ahnung. Und weiter geht's. Block da. Und also der Block auf der anderen Seite und dann über rechts diese kleinen Tippelschrittchen und End One. Also ziemlich viele End Ones in dieser Folge, schon gegen die Magic ist ein paar auf dem Konto. Die ersten 2 Punkte kommen auch über ein End One. 3 Punkte jetzt auf dem Konto. Die Wurfquote bei 50%, sprich einen habe ich daneben gehauen. Aber ist ja noch alles ausbaufähig. Warte hier auf Cousins mit diesem schicken Behind the Back Pass. Stark reingecuttet von ihm. Und ich muss jetzt Jackson Ellis komplett aus dem Spiel nehmen, sprich in den letzten 3 und ein paar zerquetschte Minuten darf er nicht punkten. Und dann dieser starke Ziel, also das war ein starker Reflex von mir, finde ich. Und auf der anderen Seite dann der Dank. Und der Alley-oop-Dank natürlich. Und ja, der Stil war gar nicht mal so beabsichtigt, muss ich zugeben. Denn ich wollte reachen und genau in diesem Moment kam der Pass. So sah es dann eigentlich stärker aus als eigentlich gewollt. Mir mal selbst ein bisschen Honig im Mund geschmiert. Aber ihr kennt mich. Auf jeden Fall auf der anderen Seite der nächste. Es ist 4 jetzt an der Zahl. Immer noch 3 Punkte. Und dann dieses Teil, also ich dachte, da kann er direkt nach dem schönen Behind-the-Back-Pass aus dem Wurf abschießen. Klar, gibt mir den Ball nochmal zurück. AC dann mit dem Midrange-Jay, der wieder von mir bedient wurde. So der 5. Assist. Und ich sollte jetzt gut, oder ich tue gut daran, wenn ich jetzt hier weiter punkte oder mal ein bisschen mehr Punkte reinhau. Und hier sind die nächsten zwei, fast hat er auf mich gehört. 5 Punkte jetzt. Und die Wurfquote immer noch bei 50% und das erste Viertel läuft langsam, aber sicher aus. Der Clark da, der Clark mit dem Screen, ich wollte schon sagen, der Screen von Clark. Aber sinngemäß bleibt es gleich und so haue ich meinen ersten Dreier rein. Und wir gehen mit einer deutlichen Führung oder mit einer deutlichen Führung gehe ich auf die Bank, komme dann endlich auf PG gegen meinen Rivalen aufs Feld. So kann ich ihn selbst unter Kontrolle halten. Wenn die anderen das dann machen, weiß man ja nie, ob er punkten kann oder nicht. Und ja, bei 3:12 die nächste Szene. McCollum da komplett außer Acht gelassen, weil ein Double Team da mich am Verteidigen war. So konnte ich natürlich locker flockig rüberpassen. Und ja, die Führung ist ziemlich deutlich. 20 Punkte vor der zweiten Hälfte schon. Also schwache Leistung von den Pelicans, stark von uns. Und Tag der offenen Tür durch den Screen von Laundre. Slam Dunk. 35:57. 10 Punkte habe ich schon. 6 Assists, ein Re. Und noch knapp eine Minute im zweiten Viertel und kurz vor Ablauf der Halbzeit, also vor der ersten Hälfte. Und wieder das gleiche Spielchen, der Screen ja, zieht da förmlich den Gegenspieler an, den Ellis. Und so kann ich schön die Zone abdanken. Und das wird jetzt die letzte Possession hier im zweiten Viertel sein. Da der Charge versucht, habe ich natürlich sofort die X-Taste gesmashed. Der Spin-Pass und der nächste Assist. Und so gehen wir schließlich dann doch mal in den Halbzeitbericht. DeMarcus Cousins mit 14 Punkten. Ja, Scoring Leader ja, aber Gordon hat 16. Aber ich habe es schon mal erklärt. Das führende Team, da wird der Spieler mal gezeigt. Ungeschriebenes Gesetz. Lande dann erstmal wieder auf der Bank. Durfte ganze, weiß ich nicht, wie viele Sekunden waren das? Knapp 40 Sekunden im dritten Viertel anfangen. Dann auf die Bank, wieder raus. 3:40, die erste Szene für mich. Laundre am Ball. Gibt mir den Ball rüber. Der Pumpfake funktioniert. Habe ich aber so schnell gar nicht geschnallt. Macht nichts, denn ich komme hier trotzdem durch. Ein bisschen mit Ringberührung. Und das Glück auf meiner Seite, geht der Ball rein. Und die Pelicans immer noch ziemlich weit weg, auch wenn sie den 20-Punkte-Rückstand etwas schmelzen konnten. Und ja, Ellis hatte wirklich Probleme, mich hier zu verteidigen. Hatte immer einen Schritt voraus. Ich weiß gar nicht, was für einen Overall-Wert er hat. Ich glaube, das wird immer an einen selbst angepasst. Also wenn man 60 hat, hat er 60 ungefähr. Wenn man 99 hat, hat er wahrscheinlich auch so 98, 99. Also immer schön ausbalanciert. Dann der Fastbreak auf der anderen Seite, Bediener Thornton mit dem Bounce-Pass.
Und Eric Gordon auf der anderen Seite, sein Gegenüber, hat wesentlich besseres jetzt vorzuweisen als er. Es macht er nichts, Hauptsache wir führen jetzt mit 10 Punkten, also allmählich schmilzt das Ganze. Und ja, dann wird mir hier zu viel Platz gelassen. Davis nicht wirklich an mir ran, auch nicht Jackson, sondern nämlich den Dreier. 19 Punkte und fast noch komplett das vierte Viertel vor mir. Und dann mal starke Defense von meinen Teamkameraden. Und hier habe ich ziemlich viel Glück, dass die Verteidigung da pennt. Hätte auch locker gestealt werden können. Wollte da eigentlich einen Spin auspacken, lande dann irgendwie beim Fadeaway Fake. Und Gay auf der anderen Seite macht ihn dann rein. Und der nächste Spielzug, viel hin und her gepasst, kommt nicht wirklich durch. Krieg ihn dann, lass mir den Screen stellen und nimm dann den nächsten Dreier. Also das mache ich oft, wenn nicht genug Platz da ist. Screen anlaufen, dann klebt der Gegner meistens drin und dann ist man, wenn man das ordentlich oder wenn man ordentlich gescreent wurde sozusagen, dann hat man genug Platz auf der Dreierlinie, um ihn reinzumachen. Und ja, wir laufen den Pelicans von dannen sozusagen, auch wenn die unter an 10 Punkten wieder rankommen. Wir hauen den immer wieder ab, 24 Punkte habe ich, 9 Assists, also kurz vor dem Double-Double wieder. Wieder starker Screen von Londre, wird dann von mir belohnt mit dem Pass. Und das ist das Double-Double dann, 10. Assist. Und ihr seht, mittlerweile spielen die Pelicans hier Full-Court-Presse bei 3,40 in der Crunch-Time. Ist das kein Wunder, aber meistens konnten wir die locker ausspielen. Und ja, das war dann wirklich nicht vorteilhaft für die. Und dann der, ja, zum einen Überfluss noch der Steal auf unserer Seite. Ich cutte nochmal leicht nach rechts, warte da auf Rudy Gay. Und der mit dem Reverse-Dunk für Ellie Hoopers. In dieser Szene 26 Punkte habe ich ja und das war gerade der 11. Assist hier, ein Defensiv-Rebound mal von mir, der gezeigt wird. Auf der anderen Seite komme ich über rechts, lasse mir den Screen stellen und hätte hier auch locker auf Rudy Gay passen können, aber ich sage mir so, oh, ich habe hier so eine Competition laufen, dann nehme ich lieber die Punkte, weiß gar nicht, wie viele Punkte Alice hat, das werden wir jetzt gleich sehen, denn das Spiel ist zu Ende und ja, wir fegen die Pelicans hier vom Platz, 114 zu 122. 20 wieder ein Highscore-Match, aber das ist ja erstmal uninteressant, denn wir haben, glaube ich, Alice hier geschlagen. 1230 WC und ja, um das Ganze abzurunden, geht es jetzt wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, geht es in den Arena-Tunnel und eine Diskussion mit Alice. Now the whole world knows where the real talent lies. I don't know what happened out there. I thought I had your number in that one for sure. Lucky game, I guess. Lucky? You know, we got a whole lot more games out here to prove who's got the bigger ego. Yeah, you're right. Shit, guess I'm gonna have to come out even stronger next time, huh? You're gonna be an afterthought after the next time the game's Ain't over. Ain't happening, Jack. Hey, and you know what? Don't forget to tell the media about my skills tonight, you know, since I won that bet, no? Yeah. Woo! I was hoping you forgot about me. mein Player ist irgendwie ein arrogantes Stück Scheiße, finde ich, wie er sich manchmal aufführt. Aber ich finde es ziemlich witzig, besonders da wir die Wette gewonnen haben, war abzusehen, finde ich, denn Alice hatte kein wirklich gutes Spiel. Ich hatte ihn meistens ganz gut unter Kontrolle, wenn ich gegen ihn verteidigen durfte. Meistens war ich ja auch Shooting Guard. Ihr kennt das Spielchen. Und ja, das war's für die Episode. Ich bin wie immer unterwegs zur Arena. Und das nächste Spiel wird gegen die Heat sein. Ihr seht, Dwayne und die Heat blasen zum Angriff gegen die Kings. Und ja, wie gesagt, die Folge endet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet im nächsten Part wieder ein. Wie gesagt, da geht's gegen die Heats. Und deswegen sage ich dann einfach mal ciao.